Die FPÖ hat die größten Zugewinne. Blaue Walzer tanzen wir. Die FPÖ im Siegesrausch. Junge Wähler und alte Kameraden. Gestrige Parolen in moderner Verpackung. Rechte Hand fürs Heimatland. Schlicht, fast peinlich und doch erfolgreich. Die FPÖ spricht die Sprache des einfachen Volkes. Sie sagen einfach genau das, was sie so denken. Sie sagen genau das, was die Leute hören wollen. Und genau so ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann. Aber wir sind die Ausländer, das sind nicht zu viel. Und die FPÖ tut ein wenig was dafür, dass nicht so viel sind. Der Strache weiß einfach, wie er mit den Jungen umgehen muss. Er spricht es einfach auch direkt und er kann mehr umgehen mit ihnen. Finanz und Wirtschaft in der Krise. Aus Brüssel kommt die Expertise. Erfolgsfaktor 1. Der Parteichef gibt den jungen Wilden, rappt holprig im Internet. Alles für die Erstwähler. So will es der Masterplan des Parteistrategen. Rapper Strache, Comicheld HC, 2 Millionen Euro Steuergeld, pumpt die Parteiakademie in das dünne Heft. Selbst unter 16-Jährige werden damit zur Zielgruppe im freiheitlichen Marketingkonzept. Schon bei der Nationalratswahl wählten die meisten jungen Wähler blau. Die Botschaften, gereimt, gesungen und gezeichnet, sind überall die gleichen. Gegen Ausländer, gegen die EU. Und ganz nebenbei finden sich auch nationalsozialistische Symbole auf den bunten Seiten. Luigi Schober. Nico Alm. Zwei Experten mit Wahlkampferfahrung analysieren für den Report die blaue Markenstrategie. Das Thema ist cool oder uncool. Und sowohl Bröll wie Faymann werden als cool oder uncool erlebt. Und haben daher, sind bei der Jugend nicht angesagt. Wogegen der Strache wird als cool erlebt. Dass damit automatisch die Leute, die den wählen, de facto eine Rechtspartei wählen, ist denen überhaupt nicht klar. Das kann man wohl so sagen, ja. Vor allem ist das auch eine Strategie, die mit den kurzfristigen Wahlkämpfen ja überhaupt nichts zu tun hat. Das ist etwas, wo langfristig gedacht und hingearbeitet wird. Also so ein Markenaufbau passiert ja nicht von heute auf morgen und schon gar nicht in einem Wahlkampf. Erfolgsfaktor 2. Das Mastermind im Hintergrund. Generalsekretär Herbert Kickl plant und konzipiert. Früher die Marke Haider, heute ist die Marke Strache sein Produkt. Bunt gestaltet, schlicht gereimt. Was das Reimen betrifft, wir haben ja nicht eingereicht, um einen Literaturpreis zu gewinnen. Jede Entscheidung für einen Slogan ist auch eine gewisse Gratwanderung. Man muss also auf eine Person hin konzentrieren. Das ist Teil einer Inszenierung rund um eine Person. Da gibt es dann eben Ähnlichkeiten vielleicht mit einem Popstar. Ja? Erfolgsfaktor 3. Politiker sehen anders aus. Heinz-Christian Strache wurde von Kickl auf Popstar getrimmt. Freitag in Linz, kaum ein Wort gesagt und schon ist die Masse im Rausch. Strache übertrumpft Haider. Mit jedem auf Tuchfühlung, mit jedem per Du. Das Idol muss keine Verantwortung tragen. Das Idol kann provozieren, angreifen, herausfordern. Politisch korrekt sind andere. Die große Koalition am Tag nach dem letzten blauen Wahlsieg. Was die Freiheitlichen machen, finden Rot und Schwarz grauslich. Skrupellos. Können sie trotzdem vom Gegner lernen? Was Jugendliche betrifft, ich glaube, in gewissen Bereichen gelingt es der FPÖ heute mit derb primitiven Sprüchen, derben Plakaten, auch beispielsweise einem Comics-Heft, das zutiefst abzulehnen ist, das mit nationalsozialistischen Symbolen spielt, Jugendliche zu erreichen. Da haben wir sicher einen Aufholbedarf. Ich bin deiner Meinung, was das Thema Sprache der Jugendlichen betrifft. Wir haben ja verlernt, mit den Jugendlichen so zu kommunizieren, dass sie das auch verstehen. Offenbar glaubt man in der FPÖ mit diesem Comic, das du angesprochen hast, oder mit anderen Mitteln da besser an die Jugendlichen heranzukommen. Erfolgsfaktor 4. Die FPÖ führt Wahlkampf pausenlos. Seit Jahren wird von Kickl in Wien die Mutter aller Schlachten vorbereitet. Die Wahl im nächsten Jahr wird zum Duell um den Bürgermeister stilisiert. Na, die haben eine klare Markenlinie, das stimmt. Ob man die schmeckt oder nicht, ist sekundär. Fakt ist, es funktioniert. Und wie es ausschaut, gibt es kein Rezept dagegen im Moment, oder? Na, wenn es so einfach wäre, glaube ich, wir sind sicher nicht die einzigen beiden, die drüber nachdenken, dann hätte schon jemand das Rezept gefunden und das etwas eingebremst. Also was ich weiß, ist eine Hauptsorge da, die heißt Arbeit. Und da bedient die FPÖ den simplen Reflex, wenn nichts von außen reinkommt, bleibt mehr Arbeit für die über. Das stimmt aber gar nicht. Das stimmt nicht. Aber der Eindruck ist da. Aber diese Vermittlung, dass das nicht stimmt, ist nachgerade unmöglich. Das gelingt niemandem. Also speziell in einer Kampagne nicht und auch sonst in der sonstigen Kommunikation. Sehr schwer unterzubringen. Gibt es eine Gegenstrategie? Ich glaube, dass es nicht leicht ist. Warum?
Weil wir ein sehr, sehr geschlossenes, homogenes Paket präsentieren, das wenig Angriffsflächen bietet. Die Angriffsflächen, die es gibt, das sind die der inhaltlichen Art, da wo man hergehen kann und sagt, gut, wir sind politisch anderer Meinung, aber die Auseinandersetzung genau in diesem Bereich ist ja auch gewollt. Erfolgsfaktor 5, die jugendliche Marke Strache deckt die alten Recken zu. Dabei geben gerade die Kameraden im Hintergrund rechte Inhalte vor. Nichts für Ausländer, alles für Inländer. Nationale, soziale Politik in Kickelreihen und Strache-Song. Dem haben die anderen Parteien wenig entgegenzusetzen. Ja, er macht einfach viele coole Sachen. Zum Beispiel, er macht Raps, er macht Comics. Sein Internet-Homepage ist eigentlich auch relativ cool. Das taugt Ihnen? Ja, das taugt mir. Wenn das der Josef Beul machen würde, würden Sie dann ÖVP wählen? Wenn er es gescheit macht, vielleicht schon. Ja, weil also die Jungen alle für die FPÖ sind und weil es auch so viele Unternehmen also auf die Feste sind so oft und Werbeplakate haben sie auch super. Ne? Ja, sie machen gute Politik, sie werben gut, sie sorgen für die Jugendlichen, das passt alles. Was taugt Ihnen denn am HC Strache? Am HC Strache, mir taugt die Ausländerpolitik, die spricht mir ganz her. Und ist, er hat sicher was geändert. Ja, ist ganz nett, wenn man mit ihm redet, sagt er gleich, sind wir nicht bei du, oder, wir sind gleich bei du. Und HC Strache ist super, super Mann. In Vorarlberg und Oberösterreich den Stimmenanteil verdoppelt. Die FPÖ ist fast wieder die alte. Wahlkampf brutal, ohne Genierer. Vorurteile werden bedient, Sprüche geklopft, Gegner geschmäht. Ein Ende des Höhenflugs ist trotzdem nicht in Sicht. Denn der sechste Erfolgsfaktor ist der wichtigste. Die anderen Parteien haben bisher keine Gegenstrategie gefunden. Und so erfolgsverwöhnt oder so erfolgreich wären andere auch gerne, zum Beispiel die SPÖ. Hinter der Sozialdemokratischen Partei Österreichs liegen 120 Jahre stolze Geschichte, aber was liegt vor ihr? Manchem Genossen schwand jedenfalls schon Schreckliches, denn bei der eigenen Klientel verliert die SPÖ dramatisch an Rückhalt und Junge versprechen sich von der politischen Farbe Rot laut Wählerstromanalysen praktisch gar nichts mehr. Will die SPÖ nicht als Kleinpartei enden, wird sie als